Hallo und willkommen zurück zu Scum. Ja, wir sind jetzt mal heute in einer langen Aufnahmesession für Scum. Wir versuchen jetzt heute mal die Stadt zu erreichen, nötigenfalls zu Fuß. Es ist der kürzeste Weg ja hier über rechts neben der Basis vorbei. Da soll es angeblich also auch Fahrzeuge geben. Ich will aber, Sekunde, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr seht das auch. Ja, er will nicht das machen, was ich will. Desktop anzeigen. So. Nein, er macht's nicht. Das ist ja wie immer sehr schön. Sekunde, dann machen wir es so, Desktop, weil ich habe mir, ich weiß, eine Karte runtergeladen und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass diese Karte nicht aktuell ist, weil die Stadt ist nicht eingezeichnet, die ja sich hier oben befindet. Aber, also wir sind ja jetzt hier und die größte Chance, ein Fahrzeug zu finden, ist, wenn wir diesen Bogen hier laufen würden. Ich weiß, das ist ein großer Umweg, den wir da machen müssen. Aber er verspricht eben die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Fahrzeug finden. Von daher werden wir das jetzt so machen. Und ich hoffe einfach mal, dass das entsprechend von Erfolg gekrönt ist. So, wir haben jetzt dooferweise jetzt beim neuen Einloggen in den Server Nacht. Ah, hier ist neuer Loot. Ein BH. Ist ja schön. BHs. It is fucking not believable. Ja, wir haben tatsächlich neuen Loot hier. Das heißt, das scheint ein Hammer zu sein. Genau, da Repair All. Das ist ein Hammer, eindeutig. Jetzt ist natürlich ein Hammer gar nicht so wertvoll. Wir haben ja die Spikes, wir haben ja die Flinte. Wir nehmen mal in die Hand. So. Das ist eine Spitzhacke. Das könnte allerdings, ne, auf den zweiten Blick dann doch interessant sein. Ich habe leider nirgendwo gefunden, irgendwie eine Liste der Waffenwertigkeiten oder irgendetwas in der Art. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Dunkeln tappe, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei meine Augen sich jetzt inzwischen an die Helligkeit gewöhnt haben. Alter, da war noch ein Tape. Wie ich das ja verstanden habe, braucht man ein Tape ja auch zum Bauen. Also wenn man eigene Waffen bauen will, also nehmen wir dann sicherheitshalber das Tape auch mal mit. So. Dass ich in Endeffekt. Aha. Ja, das mal in der Hand. Ignite. Fallen lassen. Das nehmen wir in die Hand. Dann haben wir jetzt was leuchtet. Das ist ja schon mal wieder was wert. Also meine Hoffnung ist ganz simpel gesagt, dass wir irgendwo Stacheldraht, ja, den können wir ja auch mitnehmen, den können wir ja auch gebrauchen. Ich glaube, da haben wir zweimal die gleiche Munition, wenn ich das hier gerade richtig sehe, zusammenführen. Ja. Also ich habe irgendwo die Hoffnung, dass wir halt ein Fahrzeug auf diesem Umweg dann finden und die Stadt betreten und dann in der nächsten Aufnahmesession uns dann letztendlich die Stadt dann auch angucken können. Und da ist irgendwo meine Hoffnung momentan. Ich weiß nicht, ob diese Hoffnung erfüllt wird. Aber was uns ja bleibt, ist die Hoffnung, sagt man ja so schön, ne? So.
gerade sagen, ist das ein Zombie? Nichts. Das sind, glaube ich, Obstbäume hier. Rex. Aha, Kirschen. In die Hände nehmen. Ich weiß nicht, wann eine Spitzhacke zum Reparieren benutzt werden kann. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen schleierhaft. Ein Apfel. In die Hände nehmen. So. Haben wir eigentlich? Ja, wir haben alle Waffen. Da ja jetzt alles hier auf Respawn gesetzt ist anscheinend, das heißt, der Server läuft also Respawn-freundlicher als der Server, wo wir vorher drauf waren, wäre ja ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht jetzt hier in der Hütte ein Auto steht. Ein bisschen. Die Tür geht aber gar nicht auf, sehe ich gerade. Okay, nee, ist nix. Wir könnten das jetzt alles nochmal neu durchsuchen, aber ich denke, das zieht das Spiel jetzt gerade nur in die Länge. So, Fakt ist, wir müssen an diese blaue Barriere entlang laufen, um dann letztendlich dahin zu kommen, wo wir hin müssen. Und das machen wir jetzt auch. Ich denke, wir werden sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden sogar in die blaue Barriere gehen. Soweit ich weiß, ist man ja innerhalb dieser blauen Barriere Zombie geschützt. Und ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass wir es schaffen, in die blaue Barriere reinzukommen, bevor bevor wir entdeckt werden und vor allen Dingen, dass wir da drin dann auch bis zum nächsten Tag überleben. So. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe es gehört, das wäre so. Guck mal gerade, kann man irgendwo hier sehen? Oh, ich bin nicht der Letzte. Das ist ja schön. Kann man hier irgendwo sehen, ob jemand online ist? Punkte, Irrenhaus, Kills. Irrenhaus 13, Irrenhaus. Man kann es nicht sehen, ne? Das ist eigentlich ein bisschen, finde ich, schlecht gemacht. Dass man das nicht sehen kann. So, wir laufen jetzt einfach mal die Barriere entlang. Wir könnten natürlich gucken, ob in dieser Station die hier ist. Aber ich meine, da sind wir schon gewesen. Und ich meine, da war ein Roboter drin. Richtung laufen. Ja, doch, sieht richtig aus. Ging jetzt leider dadurch, dass wir die Spitzhacke genannt haben. Nicht checken, was unser Biorhythmus macht. Ja doch, wir können es separat machen, nicht während des Essens. Aber Magen ist fast leer. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich kriege so ein Pop-up, als ich eben auf den Server gegangen bin, dass wohl die Entwickler von Scum wohl vorhaben, das Inventory wieder umzustellen, zurück auf den auf die alte Optik, was ich sehr schade finde, weil ich habe eigentlich das neue Inventory gefeiert. Muss ich einfach so sagen, aber anscheinend war die Mehrheit wohl nicht der Meinung, dass das eine Verbesserung ist. Kann ich jetzt persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich finde die
Das neue Inventory, sehr geil. Ja, doch, wir gehen genau in die richtige Richtung. Es scheint auch wieder Tag zu werden. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Glück. Was ist das? Das Schema, was man da sieht. Ist das das, wo wir hingehen wollen? Oder was soll das sein? Eine etwas merkwürdige Darstellung eines Schattens. Also man, ja. Also ich bin mir eigentlich zu 100%ig sicher, dass wir hier schon waren in dieser Station und sie geschützt war. So, da vorne scheint ja die Straße zu verlaufen. Ich sehe zumindest irgendwas, was das aussieht wie eine Straße. Ja. Gut. Dann müssen wir leider hier, dann war der Lauf hinter dem im Schutzvorhang kürzer als geplant. Ah, da vorne stehen die Häuser. Okay, wir sind aber fast da, wie ich sehe. Ich sehe keine Zombies bis jetzt. Also man scheint ja immer so eine Art Zombieschutz zu haben, wenn man frisch auf einen Server drauf geht. Finde ich gut. Also das haben sie zumindest mal zu Ende gedacht. Also das ist ja, was ich ja schade finde, ist ja wirklich, dass von der Basis her dieses Spiel also sehr viel Potenzial hat. Na? Ich kann das auch immer wieder nur wiederholen. Es hat sehr viel Potenzial. Na, kann man richtig was draus machen. Ich weiß nicht, ob der da drin ist, der Zombie, aber wir wollen es auch nicht drauf ankommen lassen, würde ich jetzt einfach mal. Oder ob er in dem Haus daneben ist. Also ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Noch eine Spitzhacke. Ach, der Loot scheint wertiger zu sein, ja? Der Zombie hört aber sich verdammt nah an. Dran an. Ja. Nightflare. Fallen lassen. Ja, nee. Ja, ich bin jetzt momentan etwas überfordert, weil ich nicht weiß. Ich hatte noch nie einen Gegner oben auf dem Speicher, aber das klingt. Es klingt genau danach. Ja, es klingt leider genau danach. Der ist oben auf dem Speicher. Gut, dass wir es gesehen haben. Gut, dass der Lichtschein auch durch die Wände funktioniert. Ja gut, wir wollen den Anspruch ja und jetzt nicht zu hoch setzen, mal ganz ehrlich. So, was haben wir denn hier? Untersuchen. Vitamintabletten. Ah, super. Ah, da liegen die in Wirklichkeit. So, Vitamintabletten. Wir können jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir können A, nochmal Butter essen. Einfach um den Bauch zu füllen. Und B, können wir jetzt die Vitamintabletten essen. Einfach um gesund zu bleiben. In die Hand nehmen. Stoffwechsel. Okay. Sieht gut aus. Wenn der Magen nicht lebe. Aber der Grundsatz stimmt, sagen wir mal so. Ein Apfel. Ein Bogen.
Meine Pfeile sind ja relativ einfach gemacht, aber ich muss zugeben, dass mir momentan der Drang fehlt, wirklich einen Bogen zu bauen. Ich wüsste nicht warum. Also klar, man kann dann jagen, ne? Aber ich glaube, besonders effektiv ist es nicht. Oh, ein Kodiak 60 ist es. Das heißt also auch noch ein guter Bogen. Mal echt die Spitzhacke weglegen deswegen. Wegen dem Bogen. Was müssen wir denn machen, um Pfeile zu machen? Wir beschäftigen uns jetzt mal damit. Improvisiert. Wooden Arrow. Metal Tip. Wir brauchen Federn. Aha. Ich habe noch nirgendwo, also sehr selten habe ich Federn bis jetzt gesehen. Aha, für die Holzpfeile brauchen wir keine Federn. Da brauchen wir nur eine Säge oder Messer für. Ja gut, die haben wir ja. Und was brauchen wir noch? Kleiner Holzstock. Ich bin ernsthaft darüber nachdenken. Wollen wir die Spitzhacke liegen lassen? Ja, komm. Wir lassen die Spitzhacke liegen. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich noch darüber ärgern werde, dass ich es gemacht habe, aber wir lassen es mal liegen. So, da haben wir noch mal die Munition, glaube ich, haben wir schon. Nein, das andere. Der Zombie hört sich ein bisschen komisch an. Bin jetzt durch so auf das Geräusch vom Zombie konzentriert, dass ich tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen die Übersicht verloren habe. Wo bin ich denn schon gewesen? Auf der anderen Seite, ne? Wir sind ja hier eigentlich nur gefährdet, weil kommt ein Zombie. Könnten wir theoretisch. Könntest du mal schlagen? Das hat besser geklappt als erwartet. Militärshirt. Er hat Stiefel. Können wir die Stiefel sind aber relativ schlechten Zustand. Handschuhe haben wir noch gar keine. Die könnten wir natürlich anziehen. Aber die Stiefel bringen nichts. Die sind einfach zu kaputt. Naja, so ein Tarnbeanie ist nochmal besser als die mit Zipfelmütze, aber nehmen wir den rein. So. Okay, und sonst. Der hat hier eine Lupe. Keine Ahnung, warum sollte der eine Lupe bei haben? Hallo. Oh ja. Oh, das ist ein Mädchen, wäre es schöner. Zugegebenermaßen. Aber man kann nicht alles haben, oder? Gut. Den Kampf haben wir ja relativ gut überlebt. Schön. Ja. Genau, oben waren wir. Obwohl, ich glaube, das war der Zombie, der oben war. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Also anscheinend haben sie die Garage buggy gemacht. Denn das ist eigentlich, sind das Garagen, in denen vorher immer Autos gestanden haben. Ja. Warum kann ich den nicht aufnehmen? Habe ich das Inventar schon voll? Fallen lassen. Ja, ich habe das Inventar schon voll. Aufnehmen. So. Ich glaube, den Schraubenzieher. Dann braucht man den. Untersuchen. Ein Schraubendreher.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir lassen den auch mal fallen. So. Weil bisher war es eigentlich immer so, dass man eine Tür aufmachen konnte. Ne? Und dann war da entsprechend. Was ist das? Trainingsjacke. Brauchen wir noch eine Trainingsjacke? Ja, können wir brauchen. Ausrüsten. Da haben wir noch mal zwei Slots mehr. Ah, ne. Jetzt hat er den Wollpullover ausgezogen, ne? Open Inventory. Na gut. Dann war es kein Gewinn. Na gut. Ist halt so. Also, wenn wir Federn finden, können wir ordentliche Federn, Pfeile bauen, aber jetzt stand jetzt der de facto nicht. Okay, hier oben scheint nichts zu sein. Leben ist 76%. Da müssen wir ein bisschen ein Auge drauf halten. Wir haben ja, was das angeht, schlechte Erfahrungen gemacht, dass er keine Verletzung zeigt. Aber verletzt ist. Wir hängen ein bisschen Obacht hier. Ist das ein Zombie? Nein. Also zumindest ist alles hier jetzt. Ach, die haben den Hühnerstall mal verbessert. Das freut mich. Und wo hat er jetzt die Pike hingetan? Hatte die eben beim Kampf schon fallen lassen. Ich fasse es nicht. Ehrlich, ich fasse es nicht. Ich glaube, er hat sie fallen lassen, als wir eben die Leiter hochgegangen sind, ne? Oh Mann, ich hasse das Spiel. Also das sind die Momente, wo ich das Spiel einfach nur intensiv hasse. Da ist sie, glaube ich. Ja. Nehmen lieber wieder den Bogen in der Hand, wenn wir den verlieren. Der ist nicht so wertvoll. Dann ist das so. Sei denn, wir wollen wirklich uns vernünftiges Essen einjagen. Ansonsten hat er ja keinen tieferen Sinn. Aber ein Tagebuch können wir aufnehmen. Ui. Falls wir irgendwie unsere Memoiren schreiben wollen, natürlich. Okay. Jo, da ist jemand drin. Kurze Hose brauchen wir nicht. Also ich hatte ja jetzt schon ein paar Mal die Situation, dass ein Zombie aus unbekannter Quelle aufgetaucht ist. So, und aufgrund dessen habe ich mir jetzt wieder angewöhnt, die Türen hinter mir zuzumachen. Weil da habe ich, glaube ich, verständlicherweise keinen Bock drauf. Da ich dauernd das Problem habe, dass mir irgendwas in den Rücken fällt. Oh, jetzt hat er den Bogen fallen lassen. Ja, du mich auch. Wir haben Lappen haben wir ja auch genug bei, ne, so wie ich das sehe. Kannst du mal runterspringen, bitte? Ne, wir heilen momentan. Okay. Im Haus war ja jemand drin, aber da ist noch Müll davor. Das sollten wir wenigstens noch untersuchen. Da oben ist noch ein Haus. Ein Brunnen.
Stunde, dann können wir uns wenigstens mal satt trinken. Der ein oder andere, habe ich auch schon mal gehört in den Kommentaren, sagt ja hier, oh, Ronny, bist du eigentlich doof, warum bist du die ganze Zeit, ne, laufend unterwegs? Man hört dich doch so viel besser, wenn du läufst. Dem möchte ich jetzt einfach mal kurz entgegnen, das weiß ich. Ich möchte, dass man mich hört. Jetzt wird der ein oder andere sich fragen, oh, wieso willst du das denn? Ganz simple Antwort darauf ist, weil ich die Zombies quasi aufwecken möchte, bevor ich reingehe und dann auf einen Zombie stoße. Das ist nämlich mir lieber, als wenn ich in ein Haus reinspringe und stolper dann über einen Zombie. Also das finde ich sehr, sehr unsexy, muss ich sagen. Haben wir zumindest mal ein bisschen was zu essen wieder gefunden. Prozent. Das da hinten sieht aus wie eine Garage. Wie gesagt, in diesem Dorf soll es ein Auto geben. Verschlossen. Sehr schön. Aber soweit ich es sehe, ist die Garage auch definitiv leer. Auch verschlossen. So, dann wollen wir mal pinkeln. Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht, warum man immer so ein großes Ding daraus macht. Wapp. Ja, ich gebe zu, den Überzieher, wo du dann Augen drauf hattest, den fand ich noch besser. So, dann wollen wir mal hier ins Haus gehen. Fenster sehen wir schon mal nix, was ja immer ein gutes Indiz ist. Da ist nichts, da scheint auch nichts zu sein. Okay. Ein Hemd. Ja, wir haben ja ein gutes Hemd. Wir brauchen nicht nur eins. Ich meine, es kann ein Fehleindruck sein, aber ich habe den Eindruck, sie haben den Loot jetzt tatsächlich Penicillin, wenn ich das richtig lese. Ne? Antibiotika. Sehr gut. Hä? Was macht denn jetzt? Ich habe das Menü gar nicht geöffnet. Okay, das war gerade ein bisschen merkwürdig, buggy. Sehr schön, wir haben ein Antibiotikum gefunden. Antipopotikum. Oh. Ist das der mit dem Augen? Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Wir nehmen jetzt mal den. So lange, bis wir den mit den Augen haben. Käse. Machen wir mal alles essen. Stoffwechsel.
Aha, Magen ist nicht voll geworden. Schere? Haben wir schon? Nee, ne? Was könnten wir denn jetzt abwerfen? Gut, wir haben ja jetzt eigentlich, ne, fallen lassen. Wir haben ja jetzt eigentlich. Wir haben kein Messer, sehe ich gerade. Ist das schon kaputt gegangen? Oder war das ein anderer Spielstand? Also ein anderes Leben, so muss ich eigentlich sagen. Wir könnten gar keine Pfeile momentan machen, aufgrund dessen. Das ist wieder sehr ärgerlich, dass die Garage verschlossen ist. Das ist mir auch so ziemlich egal, weil es ist ja eh nichts drin. Aber dass nichts drin ist, das finde ich eigentlich sehr unlustig. Ich weiß nicht, wofür das Küchenbrett gut sein soll. Also falls man auch da, ne? Es postet leider ja keiner auf meine Fragen. Ich finde das immer sehr traurig. Ich weiß ja, dass es doch relativ viele Leute dieses Let's Play hier gucken von Scum. Also Scum gehört ja definitiv, ja, wie gesagt, zu den meist abonnierten Let's Plays auf meinem Kanal. Und es wird demnach also auch sehr regelmäßig geguckt, auch wenn es die Menge an Views jetzt ja nicht so viel ist. Versuchen. Aktivkohle. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen untersuchen. Schälen sich verschiedene Materialien. Okay. Weiß jetzt nicht, warum es zwei verschiedene Scheren gibt. Das. Ich weiß auch nicht, wer da draußen wieder so einen Terror macht. Ein neues Gewehr. In die Hand nehmen. Das scheint aber älter zu sehen als das andere. Naja, würde ich sagen. Also wir bleiben bei dem anderen. So. Wir sind jetzt hier fast fertig. Noch ein Haus. Oder ich habe jetzt wirklich das Pech, dass alle Autos gerade weg sind. Hier scheint auch keiner drin zu sein. Was ich ja sehr lieb finde. Gucken. Immerhin ist mein Magen ist ja so doch so beschäftigt, ne, dass er nicht knurrt. Das ist ja schon was wert. Hier sind gleich zwei drin. Man kann aber eh keine zwei Rucksäcke tragen. Das ist ein bisschen unverständlich. Schon längst war man sicher, den Loot nicht teilt. Das ist, finde ich, ja auch so ein Ding an dem Spiel. Ausrüsten. Ich glaube, den Mantel, den können wir nur anziehen, genau. Den ich absolut nicht verstehe. Ne? Warum schert man den Loot nicht? Na, also warum muss jeder jedes Möbel durchsuchen? Ne? Das ahndet ja jedes Mal dann in der ganzen Durchsuchungsaktion dann quasi aus. Ich gucke jetzt gerade mal rechts auf den Bildschirm und ich sehe, das Rendering, was ich gerade mache, ist fast fertig.
So, ich weiß jetzt aber nicht zu gegebenermaßen, das gucken wir nochmal nach. War in der Ortschaft da drüber auch was? Nein. Das heißt, wir können jetzt eigentlich querfeldein gehen. Dann machen wir das gleich auch. Da haben wir einen langen Marsch vor uns, was soll ich sagen? Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich gehe mal aufs Klo und dann fange ich schon mal an zu laufen. Und wenn das Rendering vorbei ist, dann werde ich definitiv erst die Aufnahme wieder starten. Ihr verpasst ja nicht viel, ist nur ein Walk through the Park. Und von daher, danke fürs Zuschauen. Ich sehe euch morgen wieder. Bis dann. Tschüss.